Hallo und herzlich willkommen zurück und da sind wir wieder bei Super Mario 64 und wir gehen in die wunderbare letzte Welt und ja, eigentlich gehe ich ja immer bei Stillstand in das Level, denn man kann jeden Stern in diesem Level beim Stillstand der Uhr auch holen, erreichen und ich glaube, es ist auch immer die einfachste Variante, aber dann holen wir jetzt halt mal einen Stern mit bewegenden Plattformen. Und danach achten wir darauf, dass wir immer Stillstand haben. Und es wäre schön, wenn ich jetzt nicht sterben würde. Das würde mir sehr viel bedeuten. Ja, okay. So. Wir sind hier in einer Uhr drinne. Und man muss tatsächlich sagen, es ist ein ziemlich cooler Kurs. Eine ziemlich coole Idee. Ist eine ziemlich coole Sache. Alles ziemlich cool. Als Kind konnte ich dieses Level nie. Ich konnte es nicht. Ich habe es verabscheut. Es war so Mitbegründer dessen, dass ich Super Mario 64 früher tatsächlich dachte, dass ich es nicht mag. Also ich habe es als Kind auch gespielt und so weiter und so fort und ich hatte auch Spaß daran bis zu einem gewissen Punkt. Aber es gab halt immer so dieses Ding, dass ich das Gefühl hatte, dass es mir immer viel, viel zu schwierig. Und ja, aber seitdem ich das Spiel wieder lieben gelernt habe und seitdem ich es auch so exzessiv oft gespielt habe in den letzten Monaten, da habe ich gemerkt, dass Tic-Tac-Trauma tatsächlich eine meiner Lieblings Kurse ist in diesem ganzen Spiel, denn das ist so dynamisch, es geht so gut alles, es ist so wunderschön. Das Einzige, was so ein bisschen kribbelig ist, sind die 100 Münzen, weil man kann runterfallen und dann sterben, aber selbst da, ja, es gibt ein paar kritische Situationen, aber so im Großen und Ganzen ist ein super Kurs, ja. Und er sieht auch einfach richtig cool aus, so im Innern einer Uhr. Das ist schon eine coole Idee, da war jetzt eine unsichtbare Wand. Herzlichen Glückwunsch dazu, unsichtbare Wand. Unsichtbare Frau, egal was alle sagen, dir gehört mein Herz und dir gehört mein Piep. Das ist ein Lied von Wieso, wie auch immer. Ja, ein cooles Lied, Unsichtbare Frau, könnt ihr mal suchen, ist lustig. Habe ich ein bisschen bei gelacht. Unsichtbare Frau, egal was alle sagen. Ach ja, die gute alte Zeit, ne? Damals, als man noch jung und vital war, als man noch Wieso gehört hat und dachte, man könnte die Welt verändern. Das waren Zeiten. Okay, ich sehe nichts. Okay, danke schön. Das waren noch Zeiten, meine lieben Freunde. Aber gut, die Zeiten sind vorbei. Wenn wir schon hier in der Uhr sind, dann können wir auch mal darüber reden, ob der Herr Cornelius von Cornell eine Uhr hat. Und da muss ich sagen, nein, ich habe keine Uhr. Und ich möchte das eigentlich also am Handy ist eine Uhr, wow. Aber eine Armbanduhr? Nee, ich habe keine. Warum? Warum ist nicht Stillstand? WTF? Aber okay. Was machen wir jetzt für einen Stern? Ja, okay, mal, okay. Man könnte jetzt, Ich habe noch nie eine Uhr getragen, also nie wirklich. Ich hatte mal eine Armbanduhr vom FC Bayern München, die ich geschenkt bekommen habe. Aber die habe ich auch nie getragen. Ich bin tatsächlich kein Uhrentyp. Aber gibt es, also ist man tatsächlich kein Uhrentyp oder ist man eher, man ist Uhren nicht gewöhnt und deswegen denkt man, man ist kein Uhrentyp. Aber wenn man einfach mal eine Uhr sich anzieht und mal ein paar Tage nacheinander eine Uhr trägt, dann ist man wahrscheinlich ein Uhrentyp, oder? Weiß jetzt nicht, das ist jetzt auch keine Sache. Ja. Oh Mann, wie mache ich das denn jetzt? Ja, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ist man ein Uhrentyp oder nicht? Nee, ich denke, es sollte kein Problem sein, eine Uhr zu tragen, auch für mich nicht. Und ja, ich will das auf jeden Fall eigentlich mal irgendwie mir angewöhnen oder so. Weil, ich weiß auch nicht, irgendwie, es ist schon manchmal echt nervig, wenn man keine Armbanduhr dabei hat. Weil, vor allen Dingen, ja, ich muss irgendwann mal anfangen, eine Uhr zu tragen. Ja, die ist halt einfach Fakt, ne? Da kann ich mich nicht weiter vor verstecken. Ja, deswegen, müssen wir mal gucken. Aber ich weiß nicht, mir ist das immer unangenehm irgendwie. Und wisst, wenn man eine Uhr trägt und die ein bisschen fester trägt, kennt ihr das, wenn ihr eine Uhr fest umgehabt habt und die dann auszieht, an einem Abend oder so,
Und dann dieser, dann habt ihr zum einen so einen Abdruck von der Uhr erstmal in eurem Arm und riecht mal daran. Das stinkt so dermaßen, das ist der Wahnsinn. Also daran kann ich mich noch erinnern. Das stinkt einfach so bestialisch ekelig. Ich weiß nicht, ob das, wahrscheinlich ist es nur bei Kinderuhren so oder so, keine Ahnung. Weil die vielleicht, ja, wobei, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht mehr so aktuell im Geschehen. Ist es gerade wirklich passiert? Okay. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, als ich früher eine Uhr hatte, da war das immer so. Und das war immer schlimm. Ja, ich glaube, das ist immer noch so, oder? Wenn man eine Uhr irgendwie, die trägst halt die ganze Zeit voll fest um deinen Arm und wenn du die dann irgendwie abends abtust. Naja, vielleicht trägt man auch Uhren heutzutage nicht mehr so fest oder so. Ich weiß es nicht. So, ich hoffe, die Sachen sind jetzt still. Dann töte ich mich nochmal, weil wir machen jetzt 2 Sterne zusammen. Die 100 Münzen kombinieren wir heute mal nicht mit den 8 roten Münzen, sondern mit Stomp on the Twomp. Das ist meine neue Sieger-Taktik. Die 100 Münzen mit Stomp on the Twomp kombinieren. Denn dann hat man die, man muss sowieso nach ganz oben und auf dem Weg nach ganz oben kann man dann halt einfach die Münzen alle sammeln. Und das ist so ziemlich die beste Taktik, die man wählen kann, ja. So, und deswegen, wir haben gerade schon die 8 roten Münzen gesammelt. Das Problem ist aber, der 8 rote Münzenstern, der spawnt hier unten. Und man wird die 100 Münzen selten hier unten abschließen, deswegen. Deswegen ist, bietet sich das nicht unbedingt an, die zusammen zu machen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil die 8 roten Münzen dauern auch nur, wie ihr gesehen habt, keine Ahnung, 5 Sekunden oder so. Hier ist wahrscheinlich ein Leben drin. Und da sind Münzen. Echt? Wow. Hab ich die jemals in meinem Leben mitgenommen? Ich glaube nicht. Das waren auch Münzen. Okay. Habe ich die jemals in meinem Leben mitgenommen? Das weiß ich gerade gar nicht. Überrascht mich ein wenig gerade. Ja, wichtig werden die blauen Münzen, logischerweise, wie sie eigentlich fast in jedem Level sind, ne? Die blauen Münzen. Wird wichtig, dass wir da alle erreichen. Das ist im Grunde nicht ganz so schwierig. Man muss nur vorher so ein bisschen wegen der Kamera aufpassen, dass man da vernünftig vom Fleck kommt, wenn man den Schalter betätigt. Da gibt es aber eine ganz einfache Taktik, würde ich schon fast sagen. Und zwar musst du erstmal darüber kommen, so. Und dann, bevor du den reindrückst, musst du dich am besten umdrehen, die Kamera vielleicht schon richtig positionieren und dann einfach wieder rüberlaufen. Und es gibt hier halt echt viele blaue Münzen. Wir haben schon 82 Münzen. Ich glaube, dieses 10er-Pack an Münzen habe ich nie. Also da unten bei den roten Münzen, diesen 10er-Block, oder? Ich glaube, das waren 10, oder? Ich glaube schon. Den habe ich, glaube ich, nie mitgenommen. Das ist ja mega der Vorteil, wenn man den mitnimmt. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Das weiß ich nicht genau. Okay, jetzt nicht nervös werden. Hier keinen Zitrigen machen. Einfach wups, wups. Ist immer ganz wichtig, man darf keine Angst haben. In einem Jump'n'Run, du darfst keine Angst haben. So, sobald du zeigst, dass du Angst hast, dann wirst du bestraft. Wirst du einfach... Wow, Alter, bitte. Hör doch mal auf, jetzt hier nicht so zu funktionieren, wie ich das gerne hätte. Es läuft gerade nicht so rund im Paradies, Cornelius von Cornel. Es läuft gerade nicht so rund hier im Super Mario 64 Paradies. Aber ich habe ja schon die ganze Zeit, dieses ganze Let's Play, so ein bisschen die Pest an den Finger irgendwie. So, was das Gameplay angeht. Stellt euch mal vor, ich wäre da jetzt runtergefallen. In dem Moment, wo ich das ausspreche, falle ich dann auch noch runter. Ja, locker flockig haben wir hier die 100 Münzen. Wir können sogar jetzt direkt hier rüberspringen, weil hinter dem Twompy sind auch nochmal Münzen. Das wusste ich immer nicht. Und weil wir jetzt hier... Ja, wir sind jetzt hier reingegangen. Bam. Wir sind jetzt hier reingegangen in das Level. Ohne dass wir die, ja, dass sich die Pendel und so weiter bewegen. Und deswegen müssen wir jetzt hier so ein bisschen tricksen. Oh, ich habe es im ersten Versuch geschafft.
Wir müssen halt hier oben hinkommen. Und normalerweise kommst du hier über so ein Pendel hin. Das heißt, du gehst da hinten hin und dann lässt du dich hier so auf diese Plattform rüber transportieren. Aber man kann halt auch so, wie ihr es gerade gesehen habt, einfach so hier hin. Und dann musst du einfach nur auch auf den richtigen Moment warten. Auf den Turm springen. Und dann hast du den Stern. Und dann haben wir die komplette Welt abgeschlossen. Wow. Ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Ich gucke mal ganz, ganz kurz. 12:23. Der Part ist erst 10 Minuten lang. Oh, was machen wir denn jetzt? Das Problem ist... Naja, egal, passt schon, passt schon. Das passt schon, Leute. Wir könnten natürlich jetzt, aber dann... Ja, ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass es für 2 Parts zu lang wird und für 3 Parts zu kurz. Deswegen weiß ich gerade nicht genau, was ich machen soll. Wir machen einfach den ersten Stern. Den ersten Stern hier, wo wir nach oben fahren müssen. Und ja, den machen wir einfach mal locker flockig von der Hüfte weg. Dann haben wir den schon mal fertig und müssen wir im nächsten Part nicht so oft den gleichen Weg machen. Das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Oder wir nehmen direkt den längsten Stern. Ja, ich glaube, ich nehme den längsten Stern. Wir müssen 2-mal aufs Luftschiff und 1-mal in den großen... Ich könnte jetzt auf Luftschiff gehen, aber wir machen den nervigsten Stern. Die Sterne, wo wir hier hochfahren müssen mit dem fliegenden Teppich, die sind alle ziemlich nervig. Weil du halt... Guck mal, das ist halt Gameplay, da kann man drüber streiten, weil gerade mache ich kein... Das ist gerade kein Gameplay. Das ist im Grunde gerade ein langweiliger Film. Mario steht auf einem fliegenden Teppich. Wow. Ja, aber das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Solche Abschnitte muss es auch geben. Vor allen Dingen darf der Lakitu mich jetzt nicht töten. Das wäre so ziemlich das Allerwichtigste. Tschüss, Lakitu. Und... Upsa, upsa. So, da sind wir. Ja, das große Gebäude. Man kann hier auch irgendwie den Weg, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Man kann ja auch ganz, ganz komisch auf das fliegende Schiff kommen, relativ schnell. Ich weiß nur leider nicht, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Das ist auch kein Glitchen, das ist einfach nur ein guter Sprung oder gute Sprünge. Ich darf den fliegenden Teppich jetzt nicht despawnen lassen. Wenn man zu lange nicht auf dem fliegenden Teppich ist, dann despawnt der auch, wenn du direkt daneben stehst. Solange du den nicht berührst, solange läuft halt eine Zeit ab und irgendwann despawnt der. Dann hast du richtig Probleme, weil dann musst du halt alles nochmal machen. Und das ist nicht so angenehm. Bam, 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 bam. Ja, ansonsten ist die Regenbogenwelt eigentlich auch relativ cool. Die geht auch relativ schnell. Die 100 Münzen gehen schnell. Die roten Münzen gehen schnell. Die 2 Sterne gehen schnell. Ja, eigentlich gibt es nur diese 3 langen Sterne, wo du halt hier die Reise auf dich nehmen musst. Die Reise deines Lebens. Und hier ein guter Tipp, einfach runter vom Teppich und auf der anderen Seite wieder drauf springen. Nein, das ist jetzt nicht passiert. Das ist nicht passiert! Okay. Okay, okay. Ich probiere mal einen Weitsprung. Ah, ja. Das war richtig. Das war richtig. Ja, wir müssen das Ganze jetzt nochmal machen. Das tut mir ein bisschen leid, aber... Ich weiß auch nicht so ganz, was da passiert ist. Das war voll doof. Ich habe auf dem Teppich gebackt und bin dann runtergefallen. Man kann von dieser Plattform aus darüber springen. Man muss einen Weitsprung machen und dann musst du von dem Balken wieder einen Wandsprung machen und dich dann an den Balken festhalten. Und du kannst halt von... Du kannst ja da unten, ist ja der Kasten, und du kannst von dieser Bombe da hochspringen. Das ist aber relativ kompliziert alles. Ich kann das leider nicht. Ich würde es sehr gerne können, aber ich kann das leider nicht. Das wäre auf jeden Fall cool, weil dann müsste man nicht mehr mit dem Teppich auf das Luftschiff fahren. Naja. Naja, leider kann ich das nicht. Das tut mir leid. Ich bin ein schlechter Spieler. Das wäre aber auf jeden Fall lohnenswert, das vielleicht mal ein bisschen zu üben.
Aber, naja. Gut. Im Großen und Ganzen brauchst du es auch nur... Ja, wobei, bei einem 70-Sterne-Lauf würdest du die dann, glaube ich, machen, weil die sehr schnell gehen, wenn du es kannst. Ich weiß nicht genau, ich glaube schon. Naja. Gut. Jetzt müssen wir nochmal mit dem Teppich rumfahren. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder... Da habt ihr gesehen, da wäre er fast gedespawnt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder runterfalle. Jetzt ist der Part wahrscheinlich auch noch... Ja gut, so lang ist er gar nicht. 16, 17 Minuten ist vollkommen okay. Jetzt muss ich hier... Nein. Okay. So, und jetzt einfach vernünftig da wieder drauf springen. Das war schon wieder nicht vernünftig, aber es hat funktioniert. Es ist gar nichts passiert, Leute. Grüßt euch. Oh, guck mal, ich habe einen Regenbogen um mich herum. Denn ich bin ein Unihorn. Ein Unihorn. Ich meine natürlich ein Unicorn. Dankeschön. Ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und schaltet auch dann wieder ein. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss, euer Cornelius von Cornel.